Hallo, es ist morgens, ich bin saumüde, aber ich mache jetzt diesen Tag und zwar den das geht gar nicht Tag oder was geht gar nicht Tag. Ich weiß es nicht mehr genau. Oder was gar nicht geht. Getaggt von Mel Goes Crazy. Und ich hatte erst gedacht, dass ich den Tag etwas schwierig finde, dass mir da irgendwas Gescheites einfällt, aber erstaunlicherweise habe ich zu jedem Thema dahin schon wieder. Jetzt habe ich zum jedem Thema direkt ja, was runterschreiben können, sage ich mal so. Mit ein bisschen nachdenken. Es sind 15 Themen und Thema Nummer 1 ist Essen, Mahlzeit und ja, was geht da nicht? Also meiner Meinung nach halt viel Fett mit viel Kohlenhydrate gleichzeitig. Das führt dazu, dass das Fett legt sich um den Zucker herum und um die Aderinnenwände und kann dann einfach nicht mehr schnell genug und nicht richtig in die Zellen transportiert werden, der Zucker. Alter, das sind immer laut hier. Und dann ist der Blutzuckerspiegel viel zu hoch, es muss viel mehr Insulin ausgeschüttet werden, die Bauchspeicheldrüse, die jetzt glaube ich ausschüttet, kommt nicht mehr nach und das ist ungesund. Und das geht gar nicht und allgemein Tierprodukte, da sind halt auch extrem viele Stoffe drin, die ungesund sind, brauche ich nicht alle nochmal aufzählen. Ist größtenteils im Video über Giftstoffe habe ich das abgedeckt. Zweitens Klamotten, ja, dann mache ich es mir auch einfach als Veganer und sage dann halt einfach Pelz und Leder. Also mehr, viel mehr noch Pelz, weil da halt intentionell die Tiere gefangen und teilweise bei lebendigem Leib gehäutet werden und ja auch davor ein erbärmliches Leben haben. Und bei Leder ist das halt quasi ein Abfallprodukt, da müsste schon die ganze Fleischindustrie untergehen, damit das nicht mehr. Ja, genutzt werden oder keine Ahnung wie. Egal, auf jeden Fall finde ich bei Leder aber trotzdem, wenn man mal konsequent darüber nachdenkt, das ziemlich absurd und krank, sowas zu tragen. Also nur wenn man halt wirklich drüber nachgedacht hat. Ansonsten habe ich es früher halt auch getragen. Die ganzen Kacke Lastwagen und so, ich bin total müde und gerade ein bisschen langsam im Denken. Und der Hund die ganze Zeit, geht mir auf den Sack. Aber das ist leider nicht unter den Fragen zu finden hier, unter den Themen. Dritte Thema ist Musik. Ja, da muss ich auch Volksmusik sagen, weil die Texte auch total mega sinnlos sind. Da verlinke ich mal ein Lied, was ein bisschen verarscht wurde, was für mich so Volksmusik ist. Dummer Rap kann ich überhaupt nicht ab, der also auch keine sinnvollen Texte hat. Scheiß Lastwagen hier. Ja, das ist halt morgens so. Und den ganzen restlichen Tag eigentlich auch. Trance, House, Disco, Minimal Gedöns. Und der überwiegende Teil von Popmusik geht, also mag ich überhaupt nicht. Weil Popmusik einfach viel zu simpel ist und überhaupt zu nichts anregt, keine tiefen Texte hat und einfach irgendeine Scheiße hingeklatscht wird. Naja. Viertens, Duft, Geruch ist Parfüm allgemein, egal welches, mag ich nicht so künstliche Gerüche, dass der Eigengeruch überdeckt wird. Dann sollte man sich eher fragen, was mit dem eigenen Lebensstil los ist, ob das zu stressig ist, scheiß Ernährung, wenn man halt total stinkt die ganze Zeit, meiner Meinung nach. Jahreszeit, da geht alles. Ich mag genauso, wie es ist und diese Abwechslung einfach. Ich habe keine bestimmte Lieblingsjahreszeit, ich mag einfach diese Abwechslung, dass halt nicht immer das Gleiche ist. Sechstens Süßigkeiten. Ich habe Lakritz immer schon gehasst. So also mega gehasst. Muss ich von kotzen. Und saure Süßigkeiten, außer was extrem sauer ist, das finde ich dann halt wieder herausfordernd. Früher diese Center Shock oder wie die hießen.
Ansonsten Süßigkeiten mit auch wieder viel Fett und Zucker gleichzeitig wie Schokolade. Was ich früher aber auch in Maßen gegessen habe. Ansonsten gehen eigentlich alle Süßigkeiten, die ohne zusätzliche Chemie sind. Naja, siebtens YouTube. Ja, um Abos betteln. Indirekt. Und das total. Diese Channels total alle auf Design gehen, Technik. Also Design und Technik und dafür gleichzeitig nichts an Kreativität zu finden ist und nichts an Inhalt zu finden ist. Und dass Leute einfach nachgemacht werden und denken, wenn die einfach nachmachen, dann würden die auch irgendwann 100.000 Abos kriegen. Das ist einfach total lächerlich. Aber auch allgemein diese übertriebene Technik, also technische Medien, technische Spielereien und Design einfach, dieses Intro. Auch Endcuts, dass jeder haben muss und hier die letzten beiden Videos angucken und so weiter, das ist einfach viel zu übertrieben, finde ich. Das ist einfach hundertprozentig auf faule Menschen und Zombies angepasst. Damit man einfach möglichst die breiteste Masse überhaupt irgendwie ansprechen kann. Aber andererseits, wenn es darum geht, wichtige Themen den Menschen näher zu bringen, und damit halt mehr Menschen erreicht, so wie zum Beispiel bei LeFloid, finde ich, dann ist das eigentlich, könnte man schon sagen, dass das trotzdem genial ist, wenn man diese Sachen trotzdem macht, obwohl man selber kein bisschen davon hält und seine eigenen Werte einfach mal nicht so ernst nimmt, sage ich mal, und dafür dann halt trotzdem insgesamt mehr bewegen kann. Aber ob das wirklich mehr dadurch ist oder ob in der letzten Konsequenz, wenn man seinen Werten treu bleibt, noch mehr geschafft wird, das kann man letzten Endes schlecht beweisen, sage ich mal so. Kann ich also nicht in der letzten Konsequenz eine endgültige Meinung, sage ich mal, darüber haben. Achtens ist McDonald's. Antwort ist McDonald's. Neuntens Personen allgemein. Arroganz, Dummheit, Ignoranz, obwohl Dummheit sehr verschieden ausgelegt werden kann. Überheblichkeit, Trolle und auch Psychos im Internet. Also besonders Psychos, die einen meinen, irgendwie fertig machen zu müssen. Zehntens, öffentliche Personen, die ihre Verantwortung einfach nicht sehen. Und ja, einfach nicht sehen, die Realität nicht sehen, dass viele junge Leute halt die das Vorbild sehen und dann die gleiche Scheiße machen. Oder versuchen zu machen wie die öffentlichen Personen selber. Elftens, Haare. Also ich persönlich mag es nicht, wenn lange Haare auf komplett selbiger Länge abgeschnitten werden. Das sieht einfach irgendwie total falsch aus, weil Haare von Natur aus halt einfach nicht so wachsen. Ich weiß nicht, das kann ich mir einfach nicht angucken, das ist so wie wenn halt Stifte nebeneinander in der Reihe sind und einer liegt halt schräg und wenn Leute sich das nicht angucken können und das dann korrigieren müssen, so kann ich mir solche komplett gerade abgeschnittenen Haare einfach nicht angucken, weil es so falsch aussieht irgendwie für mich. Zwölftens, Party, Besoffskis, sage ich mal, aber die unlustigen. Es gibt eine lustige Gruppierung von Menschen, wenn die besoffen sind und eine total unlustige Gruppierung und meine Freunde gehören eigentlich alle zu den Lustigen. Genau wie ich selber, aber ich trinke halt nicht mehr. Aber ansonsten bei Partys ja auch die meistens diese Musik, die ich ja schon erwähnt habe, dieses Trance, House, Disco, Minimal Gedöns. Das geht auch überhaupt nicht. Ja, boah, das ist so Zombie-Musik. Dreizehntens. Autofahren, also ich fahre kein Auto, also habe ich da keine Ahnung, aber ich fahre ja Fahrrad und da regt es mich extrem auf, dass die Fahrradfahrer bewusst einfach nicht gesehen werden. Ja, ich habe ein Auto, ich bin viel stärker und habe viel mehr Rechte als du. Und wenn ich wirklich mal einmal bewusst nicht übertrieben aufpasse und mein Vorrang mir selber nicht einräume, ne, mir mein Vorrang, den ich mir aus Vorsicht selber nicht einräume, dann doch einräume, dann ist es wirklich so, dass ich fast immer knapp von Autos angefahren werde. Meistens nur noch ein paar Millimeter. Das geht mir so auf den Sack. Ich bin auch öfter mal
schon dreimal mit Absicht ins Auto reingefahren. Also fast mit Absicht. Aber ich habe es halt kommen sehen und habe dann extra nicht gebremst, weil die so unachtsam waren und mir das so auf den Sack gegangen ist, weil da auch wirklich tödliche Unfälle entstehen können. Also bei mir ist das jetzt nicht so, weil ich von Natur aus schnelle Reaktionen und sportlich bin und sowas. Und dann fliege ich halt mal auf die Motorhaube oder sowas. Aber das geht mir so richtig auf den Sack. Naja, und ja, allgemein gehen wir auch schon eigentlich auf den Sack wegen der Umwelt und der ganzen Autoindustrie, die dahinter hängt, die einfach nur Unmengen unnötig an Ressourcen und Finanzen verschluckt und dann auch diese Abwrackprämie, die einfach nur total umweltunfreundlich ist. Und durch die Autos wird meiner Meinung nach einfach nur die Faulheit der Leute wieder gespiegelt. Es gibt halt Ausnahmen, natürlich, wenn man eine richtig weite Strecke jeden Tag fahren muss, in Anführungszeichen, weil man keinen Bock hat, einen anderen Job irgendwie anzunehmen, oder halt auf dem Land lebt und nicht so viele öffentliche Verkehrsmittel sind, aber meistens gibt es eigentlich immer eine Alternative. Es gibt keine Alternativlosigkeit. Und ich finde auch mal ganz ehrlich, dass das doch total lächerlich irgendwie aussieht, wenn man, oder halt witzig aussieht, wenn man Leute halt im Auto anguckt und die sitzen einfach nur so, lenken halt in der Hand, gucken einfach nur und dann bewegt sich das Auto so total schnell. Ich finde, das sieht total lächerlich aus irgendwie. Aber naja. 14. Eltern. Eltern, also ich gucke jetzt ein bisschen auf die Notizen, weil das hier ein bisschen länger ist. Eltern, die meinen, alles besser wissen zu müssen oder alles besser zu wissen und ihr Kind quasi so ansehen, als sei es irgendwie minderwertig und kein ganz entwickeltes Wesen. Also erwachsen unterlegen quasi. Und einfach aus Faulheit oder Ignoranz oder vielleicht auch Unwissenheit, aber ich glaube eher die ersten beiden Sachen, ignorieren, dass jedes Kind eine gleichwertige Seele hat und nicht untergeordnet ist irgendwelchen Menschen, die irgendwie körperlich älter sind. Ich verstehe das einfach nicht. Irgendwie wirken die meisten Leute auf mich so richtig krass abgestumpft, was auch solche Themen angeht, als würden, ja, ich weiß nicht, aber ich glaube, anders würden die das Leben an sich auch irgendwie nicht aushalten können, wenn die meisten Leute nicht so abgestumpft wären, sage ich mal. Das wäre dann schon eine Erklärung. Aber auch Eltern, die ihre Kinder zu stark in Richtung drängen und ja, oder wirklich erziehen wollen. Ihr müsst euch mal einfach diesen Begriff Erziehung oder Erzieher vor Zunge zergehen lassen. Und ich finde Erziehen einfach total Schwachsinn. Menschen sollten einfach mal ein bisschen sanfter behandelt werden und nicht einfach in Richtung gedrängt werden. Es muss vielmehr meiner Meinung nach Freiheit gegeben werden, halt. Ich habe mir jetzt keine, also ich habe mir schon extrem viel Gedanken über das Thema gemacht, aber habe es jetzt nicht nochmal ins Gewissen gerufen und das aufgeschrieben, aber fand schon immer Erziehung generell einfach nur Schwachsinn und dass die Menschen oder die Kinder dadurch einfach in ihrer eigenen Entwicklung stark behindert werden. Also es muss ein gewissen Rahmen geben, wo Eltern helfen, dass sie schneller vorankommen und dass die halt Dinge schneller lernen. Und das wollen die Kinder ja auch, aber sie wollen halt nicht ständig gesagt kriegen, das darfst du nicht, und dann wird noch nicht mal erklärt, warum darf man das nicht und sowas. Und es gibt auch ein Buch darüber, ich weiß nicht mehr, wie es heißt, und wenn man die Dinge dann wirklich erklärt, warum das so ist, dann ist das auch kein Erziehen mehr, sondern das ist dann eine sanftere Form wirklich von das. Ist auch wirklich nicht mehr in der offiziellen Bezeichnung oder Definition von Erziehen drin. Also kann man jetzt nicht argumentieren, ja, Erziehen heißt aber eigentlich das und das, sondern Erziehen ist wirklich keine sanfte Methode, sage ich mal, um die Entwicklung der Kinder zu fördern. Und darum soll es ja eigentlich gehen.
Ja, es regt mich auch schon ziemlich auf, weil es auch bei den meisten Menschen immer noch so in den Köpfen ist. 15. ist 15. ist wieder was Sinnloses, Instagram. Ich verstehe den Sinn von Instagram nicht, weil Fotos kann man ja auch überall hochladen und warum dann ein Dienst, wo ausschließlich Fotos posten möglich ist. Das kann ich mir auch wieder nur dadurch erklären, dass das aus Faulheit gemacht wird, weil ein Handy dann einfach nur einen Knopf drücken muss, dann ist er schon hochgeladen. Und wenn ein Dienst nur daraus besteht, also mit der Zielgruppe faule Leute, dann will ich mir das direkt nicht anschauen. War auch noch nie auf Instagram, hab mir da irgendein Foto angeschaut oder so. Ja, das war der Tag. Ach, es hat mir schon wieder keine Gedanken drum gemacht, wen ich tagge. Beziehungsweise bei den Leuten, die mir dann spontan einfallen, ob die den Tag schon gemacht haben, aber ich tagge auf jeden Fall, falls du es halt nicht gemacht hast, Livia Florentine. Auf jeden Fall. Das würde mich auf jeden Fall interessieren. Ach, jetzt muss ich jetzt schneiden, damit ich mir meine Abos angucken kann. Ich weiß, von Sonnenrocky habe ich unter Mels Video gesehen, dass sie den Tag schon abgefilmt hat. Ich weiß nicht, ob du den Tag schon gemacht hast, Mary Toto bzw. Lilly. Heißt du, also damit grüßt du ja meistens. Ansonsten, ja, Nine tagge ich auch. Da würde mich das auch mal interessieren. Ich weiß auch nicht, ob du den Text schon gemacht hast. Ja, und das war's erstmal, die ich tagge. Die drei Leute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.